Jetzt am Rednerpult ist Martin Graf von der FPÖ. Sehr geehrte Damen des Hohen Hauses, ja, in aller Kürze, es gibt mehr Budget, toll, das ist klasse, das begrüßen wir auch. Aber trotzdem darf man als Oppositionspartei noch Kritik anbringen, zumal es ja auch genug Probleme und Organisations- oder andere Fragen gibt, die ungelöst sind. Ob das jetzt, um Beispiele zu nennen, in der Organisationsreform ist, wo nichts angegangen wird. Ich erinnere, Zentralmeteorologisches Institut, Geophysik und Meteorologie zusammenzulegen. Aber nehmen wir es doch, wenn Sie mehr Geld haben, brauchen wir für Reformen auch mehr Geld. Vielleicht auch die zwei anderen noch staatlichen Wetterdienste aus der Kontrolle und beim ORF auch gleich mit dazu. Dann wäre es eine ordentliche Reform, die man endlich angehen muss. Wozu braucht Österreich 4 staatlich alimentierte Wetterdienste? Frage ich Sie. Da müssen wir da was tun. Und da werden wir nicht aufhören. Oder wenn man Organisationseinheiten nur um Rektorenposten aufrechtzuerhalten, wie bei der Akademie der Bildenden Künste oder bei der Angewandten in Wien, nicht zusammenlegt, dann werden wir das immer wieder zum Thema machen. Ein gutes Projekt ist nicht aufzuhalten, ist nicht eine Frage des Ob, sondern nur wann es kommt. Unter Ihnen nicht, weil Sie unterstützen keine guten Projekte, nehme ich zur Kenntnis. Aber es gibt noch viele andere Sachen, Studienplatzfinanzierung und so weiter. Dieses Jahr war kein so gutes Jahr im Reformwesen, aber fürs nächste Jahr gibt es mehr Geld. Und da sagen wir, es darf nicht mit der Gießkanne ausgegeben werden. Nicht jeder darf mehr kriegen, sondern man muss genau hinschauen. Man muss Geld in die Hand nehmen, auch dort Reformen zu machen. Auch wenn es mehr Geld gibt, muss man vielleicht dort und da auch hineingreifen. Und jetzt zum Thema mit dem, was Sie sich beschäftigen, und das ist unsere Sorge im Ministerium schon längere Zeit, um Exmatrikulierungen vorzunehmen von Studenten, die nicht 16 ECTS-Punkte im Jahr bringen. Bitte, Herr Minister, stoppen Sie das Projekt. Es ist sinnlos, es vergeudet nur Geld und bringt gar nichts. Und wir machen es fest an einem Beispiel. Und zwar bringe ich einen Antrag an betreffend keine Zwangsimmatrikulation von Studierenden, wie zum Beispiel Sigrid Maurer oder den Herrn Bundeskanzler Kurz, und führe diesen Antrag aus wie folgt. Die Abgeordneten stellen den Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesregierung, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung werden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass es in der geplanten UG-Novelle zu keiner Verschärfung der Bestimmungen betreffend der Löschung der Zulassung zu ordentlichen Studien kommt, da diese Maßnahmen keinen positiven budgetären Effekt erzielen. Wir wissen, dass das in Bescheidform gehen müsste. Sie erzeugen ein Bürokratiemonster, und als gelernte Österreicher wissen wir, bei tausenden Bescheiden gibt es tausende Berufungen, und dann haben Sie Instanzen, Oberinstanzen, die Sie beschäftigen. Wir können das Geld besser ausgeben für die Wissenschaft. Das brauchen wir ganz sicher nicht. Und die Frau Sigrid Maurer, die wäre nämlich exmatrikuliert worden, wenn es sowas gegeben hätte zu ihrer Zeit. Weil sie hat 11 Jahre gebraucht für einen Bachelor, wo man 3 Jahre braucht. Ja? Und der Herr Bundeskanzler Kurz hat überhaupt das Studium bis heute nie beendet. Nicht einmal einen Bachelor und studiert 15 Jahre. Sage ich nur dazu. Und daher wollen wir es plastisch machen. Und es geht ja auch um Vermeidung von irgendwelchen Bürokratiemonstern, die Sie unter Umständen erzeugen. Man muss neue Pfade gehen. Und Herr Bundesminister, ich habe gelesen, Sie sind ja auch, oder ich weiß, Sie sind ja auch Förderpreisträger vom Camillo Sitte. Nehmen Sie sich an dem ein Beispiel. Ja? Weil er hat alle seine Vorschläge, wie die der Opposition, verstanden als Architekt und Städteplaner, wie Sie ja wissen, als Antwort darauf, das mathematische, abgezirkelte, moderne Leben, in dem der Mensch förmlich zur Maschine wird, zu verhindern. Und genau das wollen wir auch. Wir, und nehmen Sie sich ein Beispiel daran am Handeln, wir wollen nicht, dass unsere Jugend weniger Rechte hat wie die Jugend vor 10 und 20 Jahren, so wie Sie beide das derzeit andenken. Nein, wir wollen denen auch die gleichen Rechte geben, die wir in Anspruch genommen haben. Und wir wollen auch nicht, dass sie zu Maschinen werden, wie es Camillo Sitte auch nicht wollte. Und ich hoffe, Sie auch, Herr Bundesminister.
Kritik an der geplanten Novelle des Unterrichtsgesetzes kommt von Martin Graf von der FPÖ. Diese Novelle sieht eine Verschärfung der Studienbedingungen vor. Studierende müssten demnach mindestens 16 ECTS-Punkte pro Jahr erbringen, ansonsten erlischt ihre Zulassung.